Super, sagt er. Herzlich willkommen wieder bei Gruppi TV, unserem Heimkinokanal. So, zwei neue Gesichter in unserem Hause und zwar zwei Gesichter, die aus dem tiefsten Süden kommen. Ähm, sind jetzt gerade mal auf 33 Meter über Wasserspiegel. Ihr seid normalerweise wesentlich höhere äh, Regionen gewöhnt, richtig? Ja, wir liegen so auf knapp 700 Meter bei uns auf Gut Raucherberg. Ultrason, also sind wir schon ziemlich nach unten gefahren. <laughs> ziemlich nach unten gefahren, so ist es. Also, wen haben wir neben uns oder neben mir? Das ist, äh, er hat es schon gesagt, Ultrason Ultra oder Ultrasone? Ultrasone. Ja, Ultrasone in Deutsch, Ultrasone in Englisch, wie man es gerne hätte. Ja, der Michael M. Zirkel sitzt rechts von mir. Genau, Michael Zirkel, Geschäftsführer von Ultrason. Und wir freuen uns riesig, dass wir hier sein dürfen. Sehr schön. Ich freue mich auch. Und neben mir links von mir sitzt der Andreas Feitinger, Head of Engineering and Design. Was für was? Ja, für Kopfhörer. Alles möglich, alles was technischen Bereich angeht, von der ersten Handskizze Umsetzung bis zum Produkt, das wir dann hier an den Mann bringen. Genau so ist es, weil das hat man mich noch nicht gesagt. Wir sitzen hier zusammen in unserer neuen kuscheligen Ecke, wo wir über das Thema Kopfhörer mal kurz sprechen wollten, weil ihr habt uns hier heute einen Überraschungsbesuch vonstatten oder äh, angeboten. Und das seid ihr auch direkt durchgefahren und hier gewesen, weil wir ja auch ähm, jetzt unser Kopfhörerprogramm deutlich ausgebaut haben und wir wollen ihm eine große Bandbreite anbieten. Und ich sage es ja wirklich, zu meiner Schande, ich muss gestehen, die Marke war mir bis dato noch nicht so bekannt, es ist es eine Marke aus Deutschland, nämlich aus Bayern. Ganz konkret, Made in Bavaria, habt ihr da, glaube ich, mal schön drauf stehen. Ne? Genau, also was mir hier auch. Alles sehen. Das wird bei uns auf Gut Raucherberg produziert. Ultrason selbst, 1991 gegründet, also auch mittlerweile 27 Jahre alt. Jung. Jung. Also eigentlich seid ihr ja schon, wenn man mal so guckt, welche Marken es sonst so gibt, da gibt es welche, die sind noch deutlich älter und ihr seid so eine richtig frische Marke, sage ich mal, die, das musst du mir erzählen, weil wir wollen auch noch ein weiteres Video machen, weil wir wollen ich natürlich mal besuchen, weil die Gegend, die würde ich mir ja, natürlich auch mal live anschauen, ich, ich auch, aber ich komme nicht im Winter. Ja, ähm. also jetzt ist es dann, keine Angst. Ja, okay, gut, alles klar. Nein, aber ähm, ihr habt angefangen, wann und wie, und dann habt ihr gar nicht euch auf den deutschen Markt konzentriert, sondern seid direkt in einem ziemlich scharfen Markt reingegangen, würde ich mal sagen. Erzähl es mal nochmal kurz. Ja, mal so ein bisschen von der ganzen Historie raus, also 1991 war das wirklich eine One-Man-Show. Das war der Florian König, der das gegründet hat. Der, erst, der, erste, der erste Kopfhörer, mhm. den er da gebaut hatte, das war im Prinzip ein Gehäuse von einem, von einem Rauchmelder, hat er hergenommen. Ja, den kannst du dann auch bei uns sehen, wenn du mal da bist. Das ist so richtig schön gelb. War Damals in der, in der Stereo-Play stand gelb und gut drin. Und da haben wir eigentlich, da hat das mit angefangen. Im Jahr 2000 ähm, ist das Ganze dann in die Ultrason AG umgewandelt worden. Und wir haben dann im Prinzip wirklich so diesen, diesen Umweg ähm, nach Deutschland über Japan genommen. Also unser erster starker Markt für die, für die Editionsprodukte war Japan. Das ist nicht ohne. Was ist der Grund, warum die Japaner so auf eure Kopfhörer abgefahren sind? Und jetzt mittlerweile der Rest der Welt auf. Und wir möchten das natürlich auch hier zeigen, was die Gründe sind. Ja, wir haben natürlich hier richtig schöne Produkte, sehr hochwertige Produkte, made in Germany, wirklich von Hand gefertigt in Bayern, in, in Deutschland. Einfach die Materialauswahl, ähm, die Fertigungsqualität und natürlich allen voran der gigantische Klang unserer Kopfhörer. Okay, jetzt bin ich ja mal Laie. Gigantischer Klang, wie willst du mir das beschreiben und warum ist der, Giga der Klang so gigantisch? Was ist das Besondere da drin? Ist das die gute Höhenluft, wo er die produziert oder gibt es noch <laughs> ein paar andere Sachen da drin? Die gute Höhenluft mit Sicherheit auch, das kann mal nicht schaden. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, ganz wesentlich äh, ist unsere S-Logic-Technologie dadurch wird das Außenohr in den Hörvorgang mit eingeschlossen und einfach der Klang des Hörens ist viel natürlicher. Ich kann hier mal zeigen, weil wir haben hier bei unserer Edition 15, auch hier ganz schön kann man die man kann ganz schön magnetisch abnehmen. Und dann kann man das hier sehen. Der Schallwandler sitzt vorne unten, also außermittig, hier auch noch in der erweiterten Variante S-Logic EX angewinkelt, trichterförmig geöffnet zum Ohr hin. Und dadurch trifft der, der Schall nicht direkt ins Innenohr, sondern nimmt den Umweg übers Außenohr. Jeder dieser kleinen Knubbelchen und Windungen hier im Außenohr ist ja für Richtungs- und Entfernungswahrnehmung ähm, zuständig. Und das macht es dann aus, dass einfach die Musik die über den Kopfhörer kommt einfach viel natürlicher klingt viel näher an der Lautsprecherwiedergabe als sonst diese gewohnte beim Kopfhörer gewohnte oben im Kopflokalisation. also es klingt einfach einfach viel besser und einfach richtig gut so, und da wir das Ganze ja über eure wahrscheinlich, weiß nicht, Handy, Lautsprecher etc. nicht so präsentieren können, kann ich euch nur empfehlen, heute euch das Ganze mal an, weil wir haben es ja eben hier vorführbereit. Und wir wollen also mit zwei Modellen jetzt hier mal ganz konkret starten. Das wäre welches? Das ist die Edition 8. Das ist der Klassiker, das ist einer der ersten Editionsprodukte, die wir gebaut haben. Genau, hier haben wir die Edition 15. Das ist unser Flaggschiff-Produkt im Moment, was wir hier am Start haben. Ein offener Kopfhörer. Ähm. Mit S-Logic EX, Kirschholzgehäuse, ähm, Vollaluminiumbügel und Lemo-Steckverbinder mit abnehmbarem Kabel. Richtig, ja, einfach das Nonplusultra, sage ich mal. Guter Klang, gigantische Materialien, einfach, ja, spitze. Einfach spitze. Und ich habe gesehen, es gibt eine, einige nicht ganz unbekannte Persönlichkeiten, die eure Kopfhörer so ja, vielleicht täglich tragen, aber auf jeden Fall spätestens dann, wenn sie Musik machen etc. oder Musik hören. Als da wären, sag doch mal bitte. Ja, wir haben den Axel Rose von Guns N' Roses, der genau dieses Modell hier auch wirklich nutzt und benutzt für seine ganze Band auch mit dazu. Ähm, dann haben wir natürlich noch eine bayerische Band, die also bei uns sehr bekannt ist, aber ich denke, äh, nach dem ESC war die auch in Deutschland <laughs> mittlerweile bekannt. Das ist Labras Banda und der Stefan Dettel, die da viel Spaß haben. Und ja, der Stevie Wonder bei uns auch so auf der Nam Show immer mal vorbei. Und findet unsere Kopfhörer auch ziemlich cool. Okay, also es gibt eine ganze Menge und wer weiß, wer demnächst die auch noch alles cool findet. Also wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn wir ähm, das, was wir bei Heimkino schon alles können, können wir eigentlich, denke ich, auch bei Kopfhörer und deshalb haben wir hier auch die ersten guten Kontakte geknüpft und wollen also das Thema euch auch mal wirklich in Zukunft noch besser präsentieren und noch mal zeigen, wo sind denn die Differenzierungen, welcher Hersteller hat da welche Philosophie und was macht er da? Und ich finde es klasse, dass wir hier unter anderem eben ein Unternehmen aus Bayern haben, aus dem schönen, was ist das Süd? Südbayern, Hochbayern, Nordbayern, Sü weiß ich was Südbayern. 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 Ja, wir sind also ja so kurz vor der italienischen Grenze, zwischen München und Garmisch, da, wo wir normalerweise Urlaub machen. Okay, alles klar. Ich habe verstanden. So, das soll es auch schon gewesen sein. Ihr müsst jetzt weiter. Danke sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir uns das hier mal anschauen könnten. Und ansonsten bis zum nächsten Mal wieder bei Groby TV. Ciao. Ciao. servus.